Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast von In Bindung, der christliche Podcast für bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Wir helfen dir, das Herz deines Kindes zu verstehen, Leichtigkeit in deiner Elternschaft zu finden und Gott mit neuen Augen zu sehen, um so als Familie in tiefer Verbindung miteinander zu leben. Zusammen sind wir 4 Pädagoginnen, Mütter und Christinnen. Und wir freuen uns riesig, dass du heute mit am Start bist. Heute sind wir zu dritt. Mein Name ist Sonja Eizenberger und mit mir an den Mikros sitzen Julia Wanicek und Anna Born. Das heutige Thema wird spannend. Wann hört mein Kind endlich auf mich? Elterliche Führung, Verantwortung und Ungehorsam. Mein Kind hört nicht auf mich. Hört deins auf dich? Wir lassen euch teilhaben an Beispielen aus unserer Community. Mein Kind rennt immer zur Toilette und schmeißt die Zahnbürste hinein. Mein Kind schreit und will auf den Arm, aber ich kann es jetzt nicht tragen. Oder mein Kind rennt immer zum Wasser, wenn wir im Schwimmbad sind oder am Wasserspielplatz, obwohl ich das eigentlich verbiete. Oder mein Kind klettert ständig die Schränke hoch, ich red mir den Mund fusselig. Das Kind sagt sogar, ja, ich mach's nicht mehr, aber macht's dann doch. Warum hört's nicht auf mich? Oder mein Kind wird beim Beten immer laut und hört bei der Andacht nicht zu und läuft sogar weg. Was mache ich dann? Oder mein Kind bleibt nicht sitzen beim Essen. Das kommt auch ganz oft. Warum hört's nicht? Wenn ich sage, jetzt bleib halt mal sitzen. Oder dein Teenager geht nicht schlafen, wenn du sagst, okay, es ist schon spät, geh ins Bett. Dein Teenager aber immer noch nicht schlafen geht und am nächsten Tag total müde ist. Oder mein Teenager spielt viel zu viel Computerspiele und hockt die ganze Zeit am Handy. Warum hört er nicht auf mich, wenn ich sage, es ist Schluss? Ja, also wenn euch das bekannt vorkommt und wenn ihr da tiefer einsteigen wollt oder Hilfe braucht, dann geht einfach auf unsere Website www.inbindung.de und schaut da auf den großen Elternkurs, den wir 2-mal im Jahr anbieten, Verbinden statt Schimpfen. Ja, die Frage ist ja jetzt, warum hört das Kind nicht? Ja, klär uns mal auf darüber. Ja, wir erinnern uns mal an die ersten Episoden, wo wir ganz viel Entwicklungspsychologie geteilt haben. Ja. Und da erinnern wir uns an die Hirnreife. Und zwar an das Bild mit den Instrumenten, wo jeder Teil des Gehirns ein Instrument hat, aber der präfrontale Kortex es dann in Einklang bringt. Ja? Der Dirigent ist, der das dann harmonisch macht und im Zusammenspiel bringt, sodass das Kind auch Entscheidungen treffen kann oder handeln kann, wie es ja eigentlich, wie wir uns das wünschen. Ja, und dass der präfrontale Kortex, dass die Integration vom präfrontalen Kortex dauert, ohne Witz, bis Anfang 20. Und das heißt, mit 4,5 ungefähr fängt es an. Und das heißt nicht, dass wenn es jetzt mal angefangen hat, Schnips, dann ist alles super, sondern es dauert. Und es gibt immer wieder Fortschritte und Rückschritte. Und das kindliche Gehirn, auch noch das jugendliche Gehirn, ist zum gewissen Teil einfach unreif. Ja, es entwickelt sich noch und wir erinnern uns auch an das Ursache-Wirkungsprinzip. Manchmal probieren Kinder einfach etwas aus. Wir erinnern uns auch an den Gegenwillen, wo der Druck, wenn Druck erzeugt wird, sie gar nicht hören können, weil sie in den Gegenwillen verfallen. Das kennen wir ja von uns Erwachsenen. Also du baust Druck aus und sofort kommt eigentlich Gegendruck. Druck und Gegendruck. In dem Moment kann es auch nicht auf dich hören. Genau. Oder wir erinnern uns auch an die Autonomiephase, wo das Kind Selbstbestimmung... Nein. Genau, das ist das Schlüsselwort. Wo das Kind selbstbestimmt handeln möchte und auch deswegen nicht auf dich hören kann, weil es das jetzt erstmal entwickeln muss. Ja, oder dass einfach Kinder sich, egal welchem Alter, Bedürfnisse, die sie haben, erfüllen auf verschiedene Art und Weise. Wenn das Kind Langeweile hat, dann versucht es sich Spiel und Spaß zu holen und das eben manchmal auf eine Weise wie zum Beispiel den Schrank auszuräumen. Es braucht Bewegung und deswegen kippelt es halt mit dem Stuhl. Ja. Genau, so Sachen halt. Das bedeutet halt für uns, das Kind kann nicht auf uns hören aufgrund seiner Entwicklung und das bedeutet, dass wir als die, die schon entwickelt sind,
die reif. Verantwortung, reif, genau, ja. Reife ist ja unser Wort, reif und unreif, dass wir, die Person, die reif ist, die Verantwortung für die unreife Person übernimmt. Und das ist halt wie eine Brücke, die wir schlagen, über die das Kind dann gehen kann. Aber wir sind die, ja, wir können uns das vielleicht auch als einen Gärtner vorstellen. Wir haben ja oft das Bild der Pflanze und das Kind ist die Pflanze, die wächst und ihr Potenzial entfaltet. Und wir sind halt die Gärtner, die darauf achten, dass der Boden gut ist, dass es die Pflanze genug Licht bekommt, genug Wasser. Ja, das ist unsere Verantwortung. Also ich bin der Erwachsene. Es ist klar jetzt, ich übernehme die Verantwortung. Gut, jetzt stehen wir vor einem Problem. Warum, Julia, scheuen wir uns denn dann, die Verantwortung oft zu übernehmen? Ja, wir haben keine Lust, oft die Verantwortung zu übernehmen und das hat ganz, ganz viele Gründe. Also hier können wir jetzt ewig reden. Zum einen mal, wir haben keine Lust jetzt auf Stress. Ja? Also wir wollen jetzt einfach unsere Ruhe und jetzt nicht hier uns wieder da investieren müssen, da wieder reingehen müssen in die Situation. Ja, du weißt, du riskierst jetzt wir sind wieder. Bequem, wir sind vielleicht auch einfach müde. Dann ist natürlich ein ganz großer Punkt auch unsicher. Wie können wir jetzt bindungsorientiert unser Kind davon abbringen, das und das zu tun, sodass es auf uns hört? Also uns fehlt schlicht, wir hatten ja auch schon das Thema, ein Vorbild, wie wir das machen können. Wir haben es selber vielleicht oft nicht erlebt und dann haben wir kein Handwerkszeug. Was machen wir denn jetzt? Wie machen wir es jetzt? Das ist ein ganz großer Punkt. Also dass die Theorie da ist, aber die Praxis, also in der Praxis fehlt es. Genau. Oder auch, dass wir selbst, ich habe es schon gesagt, wir sind selbst im Stress, wir sind selbst gerade im Mangel von einem unserer Bedürfnisse und wir haben jetzt nicht die Kraft, uns auch noch da die Verantwortung zu übernehmen für das, was bei unseren Kindern da dann los ist. Ja, oder oft ist es ja auch so, dass wir denken, wir übernehmen die Verantwortung, schieben aber eigentlich die Verantwortung aufs Kind. Zum Beispiel, wenn wir dem Kind sagen, ja, hättest du das jetzt nicht so gemacht, ja, dann hätten wir jetzt keinen Streit oder erst wenn du dich entschuldigst, dann ist alles ja. wieder gut. Ja, du manipulierst eigentlich das Kind das Stück. Ja, wir ja. geben dem Kind eine Verantwortung, eine Last, die es gar nicht tragen kann. Die viel zu groß für seine Entwicklung oft ist. Genau, also und dann so kommen wir auch nicht zum Ziel. Ja, jetzt ist die Mama aber traurig, weil du XY gemacht hast. Weil wir es persönlich nehmen, obwohl es vielleicht einfach entwicklungsbedingt ist oder so. Genau, oder ja, erst wenn du dich entschuldigst, dann genau, also so Wenn-Dann-Sätze auch ganz oft. Also wir sehen ganz viele Gründe, warum wir diese Verantwortung überhaupt nicht übernehmen wollen. Also es ist vielfältig und wir kennen alles davon, was wir gerade besprochen haben. Ja. Das Problem ist, was löst es beim Kind aus, wenn wir als eigentlich der reife Erwachsene uns drücken vor unserer Verantwortung? Was passiert dann beim Kind? Also ich denke, ein großes Problem ist auf jeden Fall, dass das Kind, also wenn wir die Verantwortung nicht übernehmen, in die Alpha-Rolle geht, was bedeutet, dass das Kind jetzt die Führung übernimmt. Mhm. Und das können wir uns so vorstellen, ja, also das Kind wird jetzt hier der kleine Kommandant. Und das wiederum ist aber auch sehr, sehr anstrengend, ja, und kann sehr anstrengend sein. Anderer Punkt ist einfach, dass beim Kind Verletzungen entstehen, also auf jeglicher Ebene, seelisch vor allem. Und was Glaubenssätze angeht, das ist auch so ein Punkt, die sich da bei dem Kind dann festsetzen, also negative. Ich kann nichts, ja, ich bin nicht gut genug oder ich muss mich anstrengen, um geliebt zu sein, ja. Oder ja, oder aber auch so dieses, ich bin verantwortlich für die Gefühle der anderen. Ich bin verantwortlich für Mamas und Papas Gefühle, weil ich habe jetzt das Böse gemacht und jetzt sind die traurig oder sauer auf mich. Und ja, und diese Last ist sehr groß, ja, also verantwortlich genau. für die Emotionen der Eltern zu sein. Ja, und diese Glaubenssätze, die können ja dann im späteren Erwachsenenleben unbewusst die Handlung prägen, ja, beeinflussen. Ja. Und da haben wir uns auch Gedanken gemacht und haben gesagt, wir wollen eigentlich, dass Kinder von Anfang an positive Glaubenssätze mitbekommen und das am besten auch noch ja mit Gottes Zuspruch. Und da haben wir die Glaubensschätze, so nennen wir sie, entwickelt und die kann man erwerben und mit den Kindern üben, bei Kleinkindern am besten vorsagen oder bei größeren Kindern kann man sie ihnen auch ja, für den Tag mitgeben in der Schule oder auch zusprechen. Ich mache es gern vor dem Schlafengehen, da sind sie besonders empfänglich auch dafür und sprechen es auch nach und fühlen sich dadurch emotional total sicher und geliebt und geborgen und können dann auch loslassen von dem, was am Tag so passiert ist. Genau. Und ja, mehr Informationen findet ihr auf unserer Homepage und auch noch viele andere Sachen, die für Kinder positive Glaubenssätze und ein positives Selbstwertgefühl
mitgeben können. Ja, und ich denke, was auch wichtig ist, da haben wir letzte Folge drüber gesprochen, dass diese ganzen Sachen, dieses Fight, Flight, Freeze, Fawn, diese Antworten auf Stress, das ist auch eine Folge davon, dass wir als Eltern nicht die Verantwortung übernehmen als der Reifepart, sondern sie dem Kind zuschieben. Und da kann es dann auch zu solchen Reaktionen kommen, die sich dann auch, wie du gesagt hast, ins Erwachsenenalter dann auch durchziehen. Okay, aber was bedeutet es dann, wenn wir die Verantwortung übernehmen? Wie schaut es dann aus? Das ist ja genau das, was wir lernen wollen. Ja, also dann, wenn wir die Verantwortung übernehmen, dann helfen wir dem Kind, seine Gefühle zu regulieren. Also wir warten nicht, dass das Kind sich jetzt im Griff hat, sondern wir helfen ihm dabei, dadurch, dass wir Worte geben für die Gefühle, dass wir auch einfach mal aushalten, diese ganze Gefühlswucht, die auf uns einströmt, danke. Und dass wir nicht selber in unser kindlichen Anteil verfallen und dann auch noch wüten und trotzig werden, sondern dass wir die Reifen sind, dass wir ruhig bleiben im Sturm. Dass du die Unreife mit deiner Reife ausgleichst und dass es aber auch sein darf, es ist okay. Genau, dass wir so der Fels in der Brandung sind und dem Kind Halt geben. Was wir auch wieder nur können, darüber haben wir auch schon mal in der vorherigen Folge gesprochen, wenn wir uns gut um uns selbst kümmern, dass wir überhaupt die Ressourcen dafür haben, Kinder ganz wichtig, so zu begleiten, dass wir auch Gefühle koregulieren können, dass wir mit dem Kind durch den Gefühlssturm gehen können zum Beispiel. Und dass wir eben nicht diejenigen sind, die die Verantwortung aufs Kind abladen, sondern dass wir als Leuchtturm oder Leitwölfe vorangehen und die Kinder führen. Ja, und ich denke, wenn wir da mit den Gedanken zu Gott hingehen, er macht es ja auch so mit uns. Wenn wir irgendwie was verbockt haben, sage ich, ja, dann übernimmt er ja auch die Verantwortung. Genau. Ja, oder unterstützt uns und er ist da und hält es aus und ist unser Leuchtturm, ja. Lass uns doch mal jetzt ganz praktisch werden. Okay. Und die Beispiele, die wir am Anfang aufgezählt haben, vielleicht nicht alle, aber ein paar davon, so, damit man sich was vorstellen kann. Was heißt es jetzt, als reifer Erwachsener Verantwortung zu übernehmen und dieses Fehlverhalten, das uns stört, das wir abstellen wollen, wie kann man das denn jetzt abstellen? Also bitte start du dann aber mit dem Klo und der Zahnbürste. Das ist jetzt nicht so meins. Okay, das erste war, mein Kind rennt immer zum Klo und haut die Zahnbürste rein, nimmt sie und greift sie. Ja, klar, wir Eltern sind in der Verantwortung. Wenn das ein 2-3-jähriges Kind macht, das checkt ja gar nicht, was es macht. Ja? Wir Eltern haben die Verantwortung, dass das Kind nicht an die Zahnbürsten rankommt zum Beispiel. Dass es das nicht machen kann. Dann muss ich sie halt oben am Schrank stellen oder sonst wohin, dass es die nicht sieht. Es gibt auch so einen Toilettenverschluss, den man kaufen kann. Ja. Weil es ist einfach so ein Alter hier, Autonomiephase. Da kannst du manchmal so viel dir den Mund fusselig reden. Du kannst reden, so viel du willst. Es wird nicht... Ja, mache das besser, sonst trinkt dein Kind da noch. Ja, ja. Also du wirst nicht... durch Reden in dem Alter jegliches Verhalten irgendwie. Also übers Kognitive. Genau, weil die sind dann noch gar nicht bereit, denn ihr Bedürfnis ist vielleicht dahinter, sie wollen Spiel und Spaß und die finden das halt lustig. Die checken das ja alles noch nicht mit Hygiene und bäh und so die Vorstellung. Ja, genau, wenn man halt merkt, dass das Bedürfnis eher Spiel und Spaß ist, dann könnte man überlegen, okay, wie kann ich das Bedürfnis anderweitig erfüllen und dann Raum dafür schaffen, mein Wurfspiel mit dem Kind machen oder irgendwas anbieten, wo es dieses Bedürfnis nach Werfen, zum Beispiel in die Badewanne oder vielleicht muss es ja auch nicht, ja, oder in einen Korb, das kann ja auch reichen. Vielleicht muss es auch was mit Wasser zu tun haben, muss man gucken. Also Kinder spielen ja auch unheimlich gern mit Wasser, vielleicht deswegen Klo. Also ja, genau. Also Alternativen anbieten. Genau, ja, aber vielleicht sucht das Kind auch, hat es ein anderes Bedürfnis, nicht Spiel und Spaß, sondern es sucht eigentlich so Nähe zu den Eltern. Das ist natürlich eine voll destruktive Weise, weil man dann eher negative Aufmerksamkeit bekommt, aber man bekommt Aufmerksamkeit. Also rausfinden, was steht dahinter. Manche Kinder, wir haben es auch schon gehabt, die wollen einfach nur die Ursache und Wirkung erforschen. Was passiert, wenn ich das immer ins Klo schmeiße? Aha, und jetzt... passiert das und dann schreit die Mama und wenn ich es wieder mache, schreit die Mama dann wieder oder so ungefähr. Also so, was steckt dahinter und versuchen das umzulenken. Okay. Und nicht so dieses Böse zu sehen, so das Kind ist voll böse und macht es jetzt voll aus Absicht und das ist, ja. Okay, aber ganz spannende Sache jetzt, das Beispiel Anna mit dem Beten, mit der Andacht. Das ist tangiert uns ja als christliche Mamas besonders. Warum sitzt mein Kind nicht in Gebetshaltung, Augen geschlossen und kniend am Fußboden, ne? Wie machen wir das? Ja, also ich finde es jetzt schwierig, eine kurze Antwort zu geben, weil das Thema ist für mich
zum Beispiel sehr sensibel und umfasst für mich so vieles. Bei mir kann ich halt sagen, hat Zwang und Druck da überhaupt nichts zu tun. Aber das jetzt so in der Kürze zu erklären, wird schwierig. Aber wir haben eine Podcast-Themenreihe gemacht, Glaubensentwicklung bei Kindern. Da dürft ihr gerne reinhören und euch dann noch mehr Input holen. Also meine Devise ist, kein Zwang bei diesem für mich sensiblen Thema Glaubensentwicklung. Ja, da darf man ja auch wieder die Hirnreife sehen, dass es nicht so einfach ist, sich dann ewig als Zweijähriger dahinzusetzen. Für die ist es lang. Kannst ja nicht irgendwie erwarten, dass die da auch als Vierjähriger noch, kommt halt darauf an, was man für Erwartungen hat. Ja, das ist immer der Punkt. Also ein großes Problem bei mir ist persönlich bei uns zu Hause, dass es mich enorm stört, wenn meine Kinder beim Essen die ganze Zeit aufstehen, die ganze Zeit mit dem Stuhl wackeln oder sonst irgendwas tun. Warum? Weil mein Bedürfnis einfach Ruhe und Entspannung ist. Ich bin da auch sehr empfindsam, was das angeht. Und meine Kinder aber einfach Spiel und Spaß wollen, aber auch einfach Bewegung brauchen, gerade in dem Alter, wo sie sind. Und wir haben lange hin und her überlegt, was wir jetzt da machen können und haben uns jetzt letztendlich einen Wackelstuhl gekauft. Der ist richtig cool. So, also ich kann kaum drauf sitzen und ich kriege jetzt auch einen geschenkt. Und es ist so, die Kinder sitzen jetzt da und bewegen sich und wackeln quasi hin und her. Damit kann ich leben. Ja, ist ein Kompromiss. Sie haben ihre Bewegung, meinetwegen ihren Spiel und Spaß auch. Und ich habe insoweit etwas Entspannung und Ruhe. Aber es kann auch helfen, da erinnere ich mich an ein Beispiel, dass man dem Kind sagt, hey, du bist gerade richtig unruhig und du möchtest eigentlich deine Energie rauslassen. Pass auf, wir essen jetzt zu Ende und nach dem Essen mache ich euch so ein Parcours im Wohnzimmer, wo ihr über Kissen springen könnt und um die Ecke laufen könnt oder draußen im Garten, je nachdem, was für ein Wetter ist. Ja, das ist möglich. Es war nur in der Situation, es ist ja gerade in dem Moment. Genau, ja. Also wir haben auch gemacht, du rennst jetzt mal die Treppen rauf und runter kurz, dann bist du wieder da, ja? Ja, haben auch gemacht. Ja, also zu gucken, was hilft, das muss man auch ausprobieren. Es hilft nicht immer alles. Und wenn es für euch jetzt mit dem Wackelstuhl cool klappt, dann ist es doch mega. Und wenn es für alle in Ordnung ist. Okay, jetzt gehen wir mal ein bisschen zu älteren Kindern. Da hatten wir auch ein Beispiel mit dem Schlafen. Ja, mein Teenie will nicht schlafen gehen. Ja, da finde ich auch ganz wichtig, ja, von Anfang an nicht davon auszugehen, dass es jetzt böswillig oder Absicht ist. Und gerade beim Thema Schlaf und Teenager habe ich vor kurzem auch erst erfahren, dass es etwas Hormonelles ist. Der Hormonhaushalt ändert sich und das ist jetzt nicht nur bei deinem Kind so, sondern so bei allen Teenagern in der Entwicklung, dass sie abends nicht schlafen gehen können. Also ihr Hormonhaushalt ändert sich und sie können nicht früh einschlafen. Natürlich sind sie dann morgens viel müder und nicht so fit, aber auch da so die Überlegung, gut, jetzt weiß ich das, das Kind kann nichts dafür, aber ich habe die Verantwortung, ja, dann wäre es vielleicht an meiner Verantwortung zu sorgen, dass das Kind tagsüber genug Ruhezeiten hat. Dass es vielleicht nicht so viel Programm am Nachmittag hat, sondern wirklich Zeit hat, mal einen Mittagsschlaf zu machen oder irgendwie anders Ruhezeiten für das Kind einzubauen. Ich kann mich erinnern, dass ich ab der Mittelstufe der Schule, eigentlich schon ab der 7. Klasse, jeden früh in den ersten 2 Stunden Unterricht wirklich Probleme hatte, wach zu sein. Julia hat geschlafen im Unterricht. Ja, wirklich, ich habe geschlafen im Unterricht. Deswegen war ich auch immer voll verständnisvoll, wenn Schüler müde waren, weil ich das selber so erlebt habe. Und ich das noch genau wusste, wie schwer es für mich war. Außer wir haben eine Arbeit geschrieben, dann ist das Adrenalin natürlich da. Aber dem Unterricht zu folgen in den ersten 2 Stunden in dieser Teenagerzeit. Und ja, also es ist nicht bös, ja. Es ist einfach, es ist so. Außer natürlich, das Kind spielt bis nachts um 3, hat man ja auch ein Beispiel, PC-Spiele. Ja, was macht man da? Was mit der Mediennutzung? Ganz großes Thema Mediennutzung. Also das glaube ich ganz viele, da können wir jetzt eine eigene Sendung machen. Das machen wir mal wann anders. Aber lasst uns mal ein bisschen ein paar Sachen überlegen, was vielleicht hilfreich ist. Also wir haben immer noch die Verantwortung. Ja? Also Medien, Julia, ist ja dein Thema, ne? Ja. Also ich spreche nur dein Smartphone an, gell? Das stimmt. Damit sprichst du gleich einen Punkt an. Vorbilder. Wenn die Mama selber viel am Handy ist oder der Papa, dann ist es natürlich schwierig vom Kind zu verlangen, dass es sich so einschränkt. Also wo wir dann selber gucken können, was haben wir vielleicht für Familienregeln? Beim Essen keine elektronischen Unterhaltungsgeräte oder so, ja, oder bestimmte Zeiten. Aber wir sind immer noch verantwortlich als
Erwachsene, auch wenn unser Teenager schon 14 ist und wir vielleicht auch mitbekommen, dass bei anderen Kindern da auch wirklich völlige Freiheit ist, was Medienbenutzung oder so angeht. Wir sind immer noch in der Verantwortung für unsere Kinder. Unsere Kinder sind immer noch nicht erwachsen und wir haben immer noch die Pflicht, uns da auch um die Gesundheit der Kinder zu kümmern. Aber natürlich, wie wir es meistens kennen, ist nur so über Verbote und du darfst nicht und so von oben herab. Und die Kunst ist es jetzt herauszufinden, wie wir das im Gespräch, in Beziehung mit unserem Teenager schaffen, da eine Balance zu finden und den Teenager auch zu begleiten in dieser Medienwelt. Und ich kenne viele, die da einfach freien Lauf haben und da null Begleitung von den Eltern erfahren. Viele andererseits haben so eine App, wo sie so bestimmte Sachen am Handy der Kinder sperren können oder sowas. Also da muss man gucken, wie man da einen Weg findet, dass das Kind auch verantwortlich mit den Medien, die es nutzt, umgeht. Und auch da auch wieder zu schauen, was ist das Bedürfnis des Kindes? Warum hat es jetzt so einen großen Verlangen danach oder investiert da so viel? Das könnte zum Beispiel sein, auch Spiel und Spaß. Mhm. Könnte auch Gemeinschaft sein. Es ist ja was sehr Verbindendes gerade in dem Alter. Dachte ich gerade auch, einfach gemeinsame Zeit, aber auch einfach Zeit mit der Peer Group. Und ja, ich kenne auch einen Jugendlichen, der macht wirklich viele PC, so diese Online-Gaming-Spiele. Aber das ist, die haben da so eine richtige Freundesgruppe. Eine Community. Ja, und zwar mit Menschen aus anderen, der ist voll gut in Englisch geworden, weil er halt ständig da Englisch sprechen muss in seinen PC-Games. Aber das ist sind seine Freunde. Er holt sich da diese Gemeinschaft, dieses Zugehörigkeitsgefühl. Wir haben ein paar Folgen ist es her über die Bindungswurzeln auch gesprochen. Zugehörigkeit. Gleichheit. Zugehören. Und manche entspannen, aber auch, also die finden Entspannung, indem sie da was spielen. Also kenne ich von mir auch. Ja. Und auch Bedürfnis nach Wertschätzung haben wir ganz stark, also bei den Teenagern. Ja, genau. Also dann muss ich gucken, wenn ich merke, es wird zu viel. Es sind zu viele Stunden, kann ich diese Bedürfnisse, die sich mein Kind damit erfüllt, ihm auch helfen, dass es auf andere Art und Weise erfüllt wird. Weil ich kriege auch mit, dass es ganz oft so ist, dass die Eltern froh sind, wenn die Kinder dann so Teenager sind, dass sie nicht mehr so viel sich kümmern müssen. Und dass die Kinder dann ein bisschen so allein sich überlassen sind und dann da voll in diese Welt abtauchen. Also wir müssen uns schon noch kümmern. Ich denke, wir können gerade beim Thema Medien auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Also mit diesem ich lasse den Kindern einfach machen, was sie wollen. Und auf der anderen Seite mit diesem, es gibt gar keine, also es gibt nicht mal ein Handy mit 16, so ungefähr, ja. Also das ist ein schwieriges Thema. Aber wie gesagt, müssen wir vielleicht extra nochmal drüber reden. Ja, das stimmt. Also wir haben jetzt schon einiges zusammengetragen und du hast schon eigentlich gesagt, wir haben die Verantwortung für das Wohl des Kindes, für die emotionale Gesundheit, aber auch die physische Gesundheit. Und je nach Reifegrad kann die Verantwortung auch anders aussehen. Und dazu brauchen wir Selbstreflexion, wir brauchen Selbstfürsorge, wir müssen vielleicht selber auch noch nachreifen. Wir brauchen ein Gespür für Empathie, für ein Feingefühl, um das auch so zu entdecken. Und dann braucht es auch Wissen. Und dann finde ich ganz viel Kreativität für Lösungsansätze. Das stimmt. Weil Spiel und Spaß ist ein großer Bereich und viele Bedürfnisse kann man ja in einem Spiel auch gut mit den Kindern umsetzen. Und lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, du bist auch nicht allein. Werd Teil unserer Community und wir helfen dir auch dabei. Ja, das war wieder eine Folge von In Bindung. In Verbindung leben mit deinem Kind, dir selbst und Gott. Danke, dass du dich mit uns heute auf den Weg zu diesem Ziel gemacht hast und wir freuen uns schon auf das nächste Mal mit dir.